gemeinsam praktizieren, um zur Wahrheit zu kommen. Und Satsang gibt es in verschiedensten Ausprägungen. Bei uns besteht Satsang aus Meditation, Mantrasingen, Friedensgebeten, Arati, Lichterzeremonie. Und wir wollen heute Abend beginnen mit dem Jaya Ganesha, Mantrasingen, um das Herz zu öffnen, Energien zum Fließen zu bringen, Bewusstsein zu erweitern. Und ihr findet die Texte für das Jaya Ganesha auf der Seite 12 im Kirtanheft. In dem Kirtanheft stehen auch jeweils die Übersetzungen der Mantras, sodass ihr auch sehen könnt, was die im Einzelnen bedeuten. Man kann aber auch die Mantras einfach auf sich wirken lassen. Noch besser ist, man singt mit. Wir werden sie im Wechsel machen. Erst werde ich vorsingen, dann singen alle zusammen mit, wer mitsingen will. Guru Ananda Guru Om.
Shivaya Parameshwara.
Lese einen kurzen Abschnitt aus dem Buch Göttliche Erkenntnis von Swami Sivananda. Mal sehen, wo es aufschlägt. Es hat aufgeschlagen auf Guru. Sieh nur, wie Gott Menschen hilft. Eknath hörte eine Akasavani, eine Stimme aus dem Himmel. Sie sagte, gehe zu Janardan Pant in Devagiri. Er wird dich auf den rechten Weg bringen und dich führen. Tukaram erhielt sein Mantra im Traum. Er wiederholte dieses Mantra und hatte eine Vision von Krishna. Madhura Kavi sah an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein Licht am Himmel, und es führte ihn und brachte ihn zu seinem Guru, der in Samadhi unter einem Baum saß. Tulsidas erhielt von einem unsichtbaren Wesen die Anweisung, Hanuman aufzusuchen, und durch Hanuman den Darshan von Rama zu erlangen.
Möge jeder Mensch seinen Weg aufnehmen, je nach seinen Fähigkeiten, seinem Temperament und seinem Verstehen. Sein innerer Guru wird seinen Weg kreuzen und ihn lenken. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Wenn nötig, bewege dich etwas. Passe die Sitzhaltung an. Wer auf einem Stuhl sitzt, meist wird empfohlen, sich nicht anzulehnen, sondern vorne gerade zu sitzen. Wenn es aber angenehmer ist, kann man sich auch anlehnen. Wenn möglich, Wirbelsäule gerade. Wenn du deine Wirbelsäule aufgerichtet hast, vergewissere dich noch, dass der Brustkorb frei ist, dass das Herz sich öffnen kann, dass die Schultern nach hinten und unten gehen können, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Und da Meditation etwas ganz Wunderschönes ist, lächle von innen heraus. Bitte Körper und Geist, in den nächsten 20 Minuten ganz ruhig und entspannt zu sein. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Atme 3 bis 4 Sekunden lang ein, atme 3 bis 4 Sekunden lang aus. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus, beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Spüre so, wie Luft einströmt, Luft ausströmt. Beim Einatmen kannst du auch wiederholen, ich öffne mich, und beim Ausatmen, ich lasse ganz los. Ich öffne mich, ich lasse ganz los. So wie wir beim vorigen Vortrag gehört haben, Meditation und Reinigen. Ich lasse ganz los, ist das Reinigen. Ich öffne mich, ist die eigentliche Meditation. Wann immer Gedanken kommen, kannst du sagen, ich lasse ganz los. Wann immer Beschäftigung kommt mit etwas, was auf der körperlichen oder sonstigen Ebene erfahrbar ist, ich lasse ganz los. Und dann seid ihr bewusst, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Für diese öffne dich, ich öffne mich. Und vielleicht kannst du dazwischen auch kurz in die Stille gehen. Ich öffne mich, dann ein paar Momente Stille. Wenn der Geist ruhig ist, sogar ein paar Atemzüge lang. Und spüre die höhere Wirklichkeit, die jetzt erfahrbar ist. Vielleicht in deinem Herzen. Vielleicht als Inspiration von oben. Vielleicht als Verbundenheit und Liebe. Ich öffne mich. Und auch nach dem Ich lasse ganz los, kannst du
kannst einen Moment in die Pause gehen. Wenn du ganz losgelassen hast, ist Stille. Erwartungslose Stille. Daher bedeutungsschwangere Stille. Wer kann auch sein eigenes Mantra wiederholen. Oder eben, ich öffne mich. Ich lasse ganz los. Stille.
Friedensmantra singen, das Om Triambakam, die Nummer 800. Und mit diesen Mantras Gedanken von Frieden, von Wohlwollen, von Heilung in alle Richtungen schicken. Wer jemand Konkretes kennt, der Heilenergie brauchen kann, könnte an ihn oder sie besonders denken. Wenn er selbst Heilenergie braucht, dann lasst einfach die Kraft dieser Mantras und das Wohlwollen aller hier im Raum auf euch wirken. Oder schickt das Wohlwollen in alle Richtungen, zu allen Wesen, überall. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Shivadhanam Urva Gebet, die Nummer 802, geschrieben von Swami Shivananda, übersetzt ins Deutsche, richtet sich an das Göttliche in allen Namen und Formen und jenseits der Namen und Formen. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deine Gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben, alle Zeit. Om Bolasapur Shivananda Maharaja Ki Jai. Wir stehen auf zum Arati, Nummer 804. Arati ist die Lichtzeremonie. Wir schwenken dabei das Licht als Symbol dafür, dass wir Gedanken von Licht, Liebe, Ehrerbietung in alle Richtungen schicken wollen. Arati ist auch ein Energieritual, mit welchem wir die feinstoffliche Atmosphäre mit Lichtkraft aufladen wollen. 804.
streifen das Licht über uns als Symbol dafür, dass wir auch Licht in unser eigenes Leben bringen wollen und selbst alles Gute wünschen, das Licht in unserem eigenen Herzen entzünden wollen. Dann singen wir das Tvameva Nummer 805, Widmung unseres Lebens der Suche nach der Wahrheit. Am Ende des Tvameva verneigen wir uns vor dem Göttlichen, dem Kosmischen, dem Universellen. Und wer sich dann nicht verneigen will, der setzt sich dann einfach hin. Dann gibt es Prasad, energetisch aufgeladenes Obst. Dann bitte ich zu beachten, dass hier im Haus ab 22.45 Uhr Nachtruhe herrscht. Würde uns freuen, wenn ihr alle euch daran haltet und ab 22:45 nicht mehr sprecht. Also habt jetzt noch eine knappe Stunde, euch auszutauschen. Und dann können ihr alle eine gute, entspannte Nachtruhe haben. Morgen früh habt ihr verschiedene Möglichkeiten, einschließlich dem, was gar nicht auf eurem Programm steht. Um 5 Uhr gibt es drüben im Homa-Raum in der Chakra-Pyramide eine Homa, ein Feuerritual. Wer will, kann dort dran teilnehmen. Ab 5 Uhr gibt es auch im Shivalaya Retreat Zentrum eine Meditation, die von 5 Uhr bis 7:15 geht. Zweimal eine Dreiviertelstunde Meditation verbunden mit einer Gehmeditation. Oder wer will, kann die 1/3 Stunden dann sitzen bleiben. Ein paar Mantras werden auch gesungen. Ansonsten 6 Uhr gibt es Pranayama, fortgeschrittene Atemübungen im Shivananda-Saal oder auch im hier nebenan Morgen-Yoga zum Start in den Tag im Mangalananda-Raum. Und um 7 Uhr für die Langschläfer, 7 Uhr die stille Meditation hier oder Energiemeditation im Mangalananda-Raum nebenan. Gut, weiteres Programm findet ihr ja auf eurer Broschüre. Ich wünsche euch allen eine angenehme Nachtruhe.